Hey yo, Jace. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Hey, Süßen, schön, dass ihr dabei seid. Und zwar geht es heute um einen. Schiebe ich mal gerade ein bisschen zu. So. Und zwar geht es heute um einen kleinen Haul, beziehungsweise um das, was ich schon getestet habe, euch schon vorgestellt hatte und was ich halt schon aufgebraucht habe. Und ja, da wird ein bisschen bewertet, wie ich das fand und wie das so war. Und ja, ich hoffe, bei euch auch ist auch so schönes Wetter. Und ich rede heute ein bisschen schnell. Das tut mir leid, aber ich habe nicht so viel Zeit heute. Und deswegen fangen wir jetzt auch gleich an mit der Baby More Bright Up Verwöhnenden Feuchtigkeitspflege. Die hatte ich euch mal vorgestellt und die ist jetzt so gut wie leer. Und ja, die kriegt so einen Daumen von mir, weil sie ist nicht schlecht, sie ist aber auch nicht wirklich so toll, dass ich sagen würde, wow, die will ich mir jetzt immer wieder kaufen, weil sie hinterlässt irgendwie so einen komischen Film auf der Haut und das mag ich überhaupt nicht. Ansonsten riecht sie gut und sie pflegt auch ganz schön, aber ja, wegen dem Film auf der Haut ist es nicht so meins. Aber sie ist nicht schlecht. Das kann weg. Dann hatte ich euch vor langer Zeit schon vorgestellt den Rivel Loop Hydro Augen Roll-On. Der hat echt lang gehalten und er ist leer. Ja, ich kann ohne dieses Ding gar nicht mehr. Also der kriegt echt so einen Daumen, weil, ja, man fühlt sich irgendwie direkt wacher und man hat nicht so eine Augenringe, aber die habe ich ja sowieso. Ja, und ja, finde ich gut. Würde ich mir nochmal kaufen. Ja, dann hatte ich euch auch mal vorgestellt, das ist jetzt zwar nicht aufgebraucht, aber schon getestet, von Garnier Hautklar Fruit Energy. Und ja, das ist echt ganz toll. Und man merkt halt, ich hatte ja von BB, also von diesem Brighten Up Verwöhnende Feuchtigkeitspflege, hatte ich auch dieses Waschgel. Und ja, das war ganz gut, aber es hat nicht so alles mit weggenommen. Es hat gepflegt, aber ja, das war es halt. Und das hier, das ja, reduziert sichtbar unreine Haut, reinigt und belebt die Haut und ist wirklich, also wenn man das drauf macht, das schäumt auch richtig. Im Gegensatz zu dem BB, wo auch drauf steht schäumendes Feuchtigkeitsgel oder Waschgel. Und das hat überhaupt nicht geschäumt. Und das, wenn man das benutzt, das schäumt sofort, also auf das nasse oder feuchte Gesicht auftragen, ein bisschen verreiben. Und dann merkt man auch richtig, ja, das schäumt und das kribbelt. Und es riecht auch gut, wirklich, so nach, ja, was soll das jetzt eigentlich riechen? Genau, Granatapfel, Grapefruit. Und ja, man fühlt sich dann gleich wacher, so ein Aufwachkick, kriegt so einen Daumen. Dann waren ja meine anderen Reinigungstücher alle und jetzt hatte ich die von BB ausprobiert. 3-in-1 erfrischende Reinigungstücher für normale Haut. Und die sind auch ganz toll, die habe ich auch schon ausprobiert. Die kriegen so einen Daumen. Und ja, die würde ich mir auf jeden Fall auch wieder kaufen. Ja. Ja, die sind ganz toll. Ja, BB. Dann kommen wir dazu, was ich mir jetzt neu gekauft habe. Und zwar habe ich mir gestern das Deo von 8x4 gekauft. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich werde es noch testen. Es riecht schon mal ganz gut. Und ja, da steht jetzt drauf 0% Aluminium. Und zwar wurde ja gesagt, dass das Aluminium, was in den meisten Deos drin ist, dass das Brustkrebs hervorrufen kann. Naja, gut, also ich habe da jetzt nie so wirklich viel drauf gegeben. Es war jetzt Zufall, dass ich das jetzt gekauft habe. Also ich kaufe mir auch noch die anderen, weil ich finde, wir werden mit so vielen Umwelteinflüssen belastet, dass, ja, ich weiß nicht, also es ist meine Meinung. Also ich kaufe mir auch noch das andere und ja, auf jeden Fall kann ich das empfehlen, 8x4. Es riecht ganz gut, aber ich habe es noch nicht getestet. Aber ich meine, von 8x4 Videos sind alle eigentlich nicht schlecht. Ich habe
eine neue Bodylotion gebraucht. Und da ich ja die von Nivea so toll fand, dieses In-Dusch, und ich habe halt auch nur einen Rasierer gebraucht, habe ich mir nochmal dieses Bundle gekauft. Das hatte ich euch ja schon mal vorgestellt. Und das hat 8 Euro gekostet im Müller. Ja, und bevor ich mir neue Klingen kaufe, kaufe ich mir eigentlich immer direkt einen neuen Rasierer, weil ich finde, die Klingen sind fast genauso teuer wie so ein neuer Rasierer, beziehungsweise so ein einer von der mittleren Preisklasse. Ja, und deswegen habe ich mir das gekauft und da ist gleich so ein In-Dusch dabei, weil ich das total toll fand. Und das kann ich auch wirklich empfehlen. Ja, 8 Euro bei Müller. Jo. Dann haben wir hier von Essence Pure Skin Nose Strips Anti-Mitesserstreifen. Eigentlich für meinen Freund. Und er meinte aber, dass das so eine mittlere Note verdient. Also es zieht nicht wirklich alles raus, weil es steht da drauf, es soll wirklich so viel Schmutz sozusagen oder diese ganzen Mitesser soll es halt irgendwie rausziehen, aber bis auf ein bisschen Talg oder so, was man halt so in der Haut hat, ja, wirkt es nicht wirklich. Und deswegen kriegt es so einen Daumen. Dann habe ich mir gekauft diese Bodylotion, weil ich habe ja schon die Duschgele, keine Ahnung, habe ich ja schon davon. Und jetzt habe ich halt noch eine Bodylotion gesucht. Ich stehe auf Bodylotion. Und deswegen, ja, das ist das von Tree Killer Moon. Und das ist das Raspberry Kiss. Ich habe ja auch das Duschgel, wie gesagt. Wie oft kann man das noch wiederholen? Und das finde ich ganz toll. Und das irgendwie steht auf dem Duschgel und auf der Bodylotion jetzt drauf, dass das nur für kurze Zeit erhältlich ist. Aber ich hatte das Duschgel sogar schon vor Weihnachten, das Warm Cinnamon Nights. Das riecht so nach Weihnachten, nach Zimt und ja, ich weiß aber jetzt nicht mehr genau. Ich glaube, 2 Euro irgendwas hat es gekostet. Beide. Bin ich erstmal versorgt. Finde ich auch cool. Ich muss hier erstmal wühlen, ne? Ja, da. Für die Männer unter euch, das kann mein Freund auch empfehlen. Das ist von Playboy Malibu. Das riecht ganz gut und ist auch sehr effektiv. Also kriegt auch einen Daumen nach oben. Preis kenne ich jetzt nicht. Genauso wie das war aufgebraucht, das hat er sich jetzt neu gekauft von Gardman Extreme Styling Gel. Maximaler Halt und das beträgt die Stufe 6. Und das soll auch sehr gut sein. Ich kenne mich ja jetzt damit nicht so aus, aber auch so ein Daumen. Und ich meine von Gard, also kann man noch sparen. Muss ich wieder mal wühlen. Weil. Ja. Ja. Und weil mir ja das so toll gefallen hat von BB und was heißt toll, aber recht gut gefallen hat und die Waschcreme habe ich jetzt und ja mein Augenroll-on aufgebraucht war, habe ich jetzt das gefunden. Beautiful Eyes verschönernde Augenpflege kaschiert. Sofort Augenringe sorgt für einen kühlenden, frischen Kick, spendet nonstop Feuchtigkeit den ganzen Tag. Weil ich habe meinen Rivel Loop nämlich nicht mehr gefunden in keiner Drogerie. Und deswegen musste ich ja irgendwie einen Ersatz haben. Und das ist neu. Und deswegen wollte ich es ausprobieren. Und hier steht nochmal, kaschiert Augenringe und verleiht einen kühlen Frische-Kick mit Perlmutt-Partikeln und Kaktusmilch und es ist parfümfrei. Und es steht noch drauf, mit der Zeit veränderst nicht nur du dich, sondern auch deine Haut. Ihr wollt beide einfach ein bisschen mehr als früher. Baby More, das Meer für mich, das Meer für meine Haut. Baby More Produkte sind auch geeignet für sensible Haut. Parabanfrei, was immer das auch bedeuten mag. Für sensible Haut.
Und gerade wo ich das gelesen habe, fühle ich mich doch ein wenig alt. Ja. Ach genau, war ich ja gerade so euch schön auf vor diesem Min, lese ich gerade weiter. Mit feinen Perlmutt-Partikeln kaschiert die leichte Augenpflege sofort kleine Schatten ganz ohne Schimmereffekte. Die luftig leichte Textur mit Jasminblütenwasser erfrischt und kühlt die Haut beim Auftragen, sodass die Augenpartie schnell hellwach und strahlend schön aussieht. Die Formel mit wertvoller Kaktusmilch spendet zusätzlich aktive Feuchtigkeit, augenärztlich getestet, parfümfrei. So sieht das gute Stück aus. Und es wird ja jetzt wirklich sehr angepriesen. Also so steht es jedenfalls hier drauf. Und ich bin echt gespannt. Ich bin wirklich, wirklich, wirklich gespannt, wie das wirken soll. Also es ist kein Roll-on, es ist wirklich so eine kleine Creme. Ich bin echt gespannt. Und ich werde euch auch sagen, wie das gewirkt hat. Ich muss gerade nochmal wühlen. Und zwar habe ich ja momentan so Probleme mit meinem Zahnfleisch. Und ich bekomme ja jetzt demnächst auch meine Weisheitszähne raus. An dieser Stelle grüße ich mal die Jessie von der YouTube-Familie, weil die hat ja auch so Probleme mit ihren Weisheitszähnen gerade. Und ich fühle mit dir mit. Und in ein paar Tagen werden meine auch gezogen. Oh, ich hasse es ja. Und deswegen habe ich mir die Meridol gekauft. Ja. Die bekämpft die Ursachen von Zahnfleischentzündungen und hemmt das Wachstum von Plaquebakterien, beugt Zahnfleischbluten vor, schützt vor gereiztem Zahnfleisch ohne Alkohol. Der Geschmack ist dürftig, weil ja, ich finde den nicht so toll, den Geschmack an sich, aber ja, da muss man durch. Und deswegen, ja, bekommt das so einen Daumen. Ja, aber es hilft auf jeden Fall sehr, sehr gut schon nach der zweiten Anwendung. Finde ich, merkt man schon einen Unterschied, wenn man da ein bisschen Probleme hat mit Zahnfleisch. Also kann ich echt empfehlen, außer der Geschmack, das ist nicht so meins. Was haben wir denn dann hier noch? Und ich glaube, ich bin soweit. Nein. Ja, und da ich ja so viele Bundles hatte von Essence. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das von der LE war. Aus der LE-Ecke oder. Auf jeden Fall ist es von Essence, das ist ja jetzt auch egal. Haben die jetzt ja, eine neue Linie sozusagen. Und zwar steht drauf I Love Nude Eyeshadow. Und das sind die neuen Nude Looks. Und die sind ja momentan total angesagt und die werden ja überall total gehypt. Und deswegen habe ich mir gedacht, nehme ich das mal mit und. Ja, probier das dann mal aus. Und ja, ich bin echt mal gespannt, wie das aussieht, weil ich glaube, das sieht man auf den Augen gar nicht richtig. Ja, Da bin ich echt mal gespannt. Ich glaube, mit einem anderen Eyeshadow dazu sieht das dann gar nicht so schlimm aus. Jetzt, wo ich es habe, finde ich es irgendwie. Ja. Ne? Gut, dann habe ich hier. Auch von Essence, das ist die 01 Roaring Only a Smile. Keine Ahnung. Auf jeden Fall auch ein Nude Lippenstift. Ja. Und das hat irgendwie natürlich dieselbe Farbe wie der Eyeshadow. Ich bin mal gespannt, aber ich gucke mal, ob ich das swatchen kann. So. Ja, schimmert ein wenig. Also es ist wirklich recht unauffällig, muss ich sagen. Vielleicht für Beruf, Büro oder so. Oder wenn man einfach mal ein wenig dezenter durch den Alltag gehen möchte, ist das, glaube ich, ganz cool. Und dann, ja, ich bin ja doof, ne? Ich habe mir letztens noch einen neuen Nagellack gekauft und noch einen und noch so Sachen, die man auf die Nägel draufkleben kann. Aber das zeige ich euch dann einfach beim nächsten Mal. Ja, und weil das auch aus der Linie kommt, den Nudes, habe ich mir auch einen Nagellack gekauft. Der neueste Nageltrend für unwiderstehliche Nägel.
Mehr steht nicht drauf. Das ist die 05 Pure Soul. Und ja, auch recht unauffällig. Ich glaube, den mache ich demnächst mal. Probiere ich den mal aus und dann zeige ich den euch mal. Obwohl jetzt, wenn man so die Farbe auf dem Pinsel sieht, sieht das irgendwie aus. Ja. Ja, gut. Ich probiere den aus. Und dann fand ich das noch so schön. Das ist nicht aus der Nude. Ach, das ist aus der Nude-Linie. Mein Freund macht hier komische Sachen mit dem Staubwedel. und zwar ist es von Essence Color & Go. Da habe ich ja schon mehrere von. Und ich fand das so toll, weil das glitzert. Es glitzert ein wenig einfach so. Aber es sieht auch so ein bisschen aus wie der hier. So ein ganz kleines bisschen. Ja, von der Farbe ein bisschen anders, aber... Ja, ich fand den so cool, weil der hat so geglitzert. Der hat so Goldpartikel drin, finde ich so kleine. Und deswegen wollte ich den haben. Und ich finde das sowieso toll, weil der hat so einen breiten Pinsel. Da ist man immer recht schnell fertig mit allem. Ja, den muss ich auch mal ausprobieren. Vielleicht, ja, in einer Mischung mit dem so, vielleicht einmal den und einmal den. Mal gucken. Und weil es ja wieder Haargummis gab und ich ja nie genug davon haben kann, ja, die waren bei diesem Nude-Dingens da dabei. Deswegen habe ich mir die auch geholt und das sind so, mein Freund sagt es gerade, die sehen aus wie so Retro-Telefonkabel und ich hoffe, dass die sich nicht so in den Haaren verheddern, verhaken, weil das ist echt so irgendwie echt mal gespannt. Und dann habe ich das hier auch noch in so einem braunen, ist das braun? Ja, doch, könnte man sagen, fast so ein braunen Touch. Was ist denn das? Okay, das löst sich schon fast auf. Naja, ich bin echt mal gespannt. Hoffentlich reißt man sich damit nicht die Haare raus. Wobei ich echt das schon befürchte, weil ich denke mal, die werden sich hier drin irgendwie so verheddern. Aber egal. Ja, ich werde das ausprobieren und auf jeden Fall steht da drauf. On the road again. Ja, steht wirklich da drauf. Essence Minis to go. Ach so. Die sind einfach so mal schnell fürs Flugzeug, also wenn man weg will. Ich glaube, nicht unbedingt alltagstauglich, sondern einfach nur, wenn man sich schnell was in die Haare binden will oder so. Tja, gut. Ach ja, klar, natürlich. Ich vergesse die Hälfte. Da das ja aufgebraucht war, was ich euch eben gezeigt habe, brauche ich ja eine neue Feuchtigkeitspflege. Und zwar wollte ich jetzt mal die ausprobieren von Probieren Blub BB Yankee Feuchtigkeitspflege normale Haut mit Pfirsichextrakt. Das ist halt so eine Gesichtscreme Feuchtigkeitspflege von BB Yankee. Wurde speziell für normale Haut entwickelt. Die Formel enthält Pfirsichextrakt und Vitamin E. Sie versorgt die Haut 24 Stunden mit Feuchtigkeit. 24 Stunden schon klar. Und pflegt sie angenehm zart mit Feuchtigkeit. Die Feuchtigkeitspflege zieht schnell ein, ohne einen störenden Film zu hinterlassen. Ideal auch als Make-up-Grundlage. Sie so gepflegt fühlt sich die Haut den ganzen Tag angenehm weich ein. Habt ihr mitgezählt, wie viele Sprachfehler ich jetzt gerade hatte? Ich hoffe nicht. Diese Creme war auch in so einer Packung und da stand außen auch drauf, dass sie keinen Film hinterlassen soll. Deswegen glaube ich BB nicht mehr so wirklich alles. Aber vielleicht fühle ich mich ja mit der hier jünger. Und wenn ich das hier nehme, ja, weil da ja echt das für schon etwas reifere Haut ist. Ich wusste gar nicht, dass BB das auch herstellt für, naja, ältere Leute mittleren Alters. Ja, vielleicht hätte ich mir das denken können, weil hier steht drauf Baby Yankee und hier steht drauf Baby More.
Gut, wir probieren jetzt einfach das hier aus und dann fühle ich mich vielleicht gleich viel jünger und frischer. Und danach nehme ich dann den Augenroll-on und dann habe ich optisch mein Alter oder so. Ich rede heute irgendwie ein bisschen Quatsch, aber das verzeiht ihr mir. Heute scheint die Sonne und da habe ich gute Laune. Auf jeden Fall sieht das gute Stück so aus, wenn man das erstmal ausgepackt hat. Und jetzt bin ich echt mal gespannt, wie das riecht. Weil das, die andere Creme hat irgendwie, ja, ich mache die jetzt einfach mal für euch auf. Zack, zack, zack. Ja, gut. Was, ja, gut, wie soll ich das sagen? Ich beschreibe es anders. Wie es BB empfindet, wie es riecht und wie ich es empfinde, wie es riecht. Also BB sagt, es soll nach Pfirsichextrakt, also da soll Pfirsichextrakt drin sein und es soll nach Pfirsich riechen. Ich sage, es könnte Pfirsichextrakt drin sein und ich gebe das gerade mal rüber. Jetzt will mein Freund auch riechen. Und ich sage, es könnte Pfirsichextrakt drin sein, aber es riecht nicht wirklich nach Pfirsich. Es riecht einfach nach einer stinknormalen Babycreme, Handcreme, wurde mir gerade gesagt. Und wo ich gerade dabei bin, mal sehen, ob es wirklich so schnell einzieht und keinen Film hinterlässt. Auf jeden Fall ist es irgendwie... Ich finde das nicht so reichhaltig wie das andere. Also von der Konsistenz auf jeden Fall ist es irgendwie flüssiger, finde ich. Oh ja, es zieht auf jeden Fall schon an, es ist schon weg. Und ja, Tatsache. Ich muss mich lügen strafen. Es ist wirklich gut, also es zieht schnell ein und es hinterlässt keinen Film. Ich hätte es nicht gedacht nach diesem anderen Zeugs eben. Aber wahrscheinlich ist das wirklich, weil es zwei verschiedene Produkte sind. Das ist Baby More und das ist Baby Young Hair. Für jüngere Haut, für etwas reifere Haut. Und ja, jetzt bin ich irgendwie in der Schneise, was ich jetzt lieber nehmen möchte. Baby More oder Baby Young Hair. Was empfiehlt ihr mir? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, ich greife wieder danach zurück, weil ich finde einfach, das ist reichhaltiger. Jo, ich glaube, ich habe euch jetzt alles soweit gezeigt. Und ja, was wird es demnächst geben? Demnächst wird es das allerletzte 12-Monats-Update geben von unserem Kleinsten. Das wird dann das letzte sein, weil ich finde, mit 12 Monaten erst ein Jahr. Gestern geworden, wuhu. Und ja, ich denke nicht, dass man dann noch jeden Monat ein Update machen muss, will. Keine Ahnung, weil es ist passiert jetzt. Es passiert schon noch sehr viel, aber ja, ich denke mal, wenn ich immer mal ein paar ja, Day in the Lives mache oder sowas, dann seht ihr ihn ja auch. Und ansonsten kann ich in den anderen Videos einfach mal drüber schnacken, wie es ihm geht. Und ja, gut, das war es auch schon gewesen. Und ja, ich habe jetzt Twitter, das heißt, ihr könnt mir auf Twitter folgen, ihr könnt mir wie gewohnt auf Facebook folgen, ihr könnt mich abonnieren und Instagram bin ich auch ganz aktiv und da könnt ihr mir auch noch folgen. Und überhaupt wünsche ich euch noch einen schönen Restsonntag. Ja, und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ach so, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Tschüss.